Wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier ist wieder Salami TV, der ostdeutsche Ossi, direkt vor einer deutschen Ostfront hier. Und Leute, heute ist Sonntag, ich bin heute aufgestanden und ich wusste schon, ich habe die Umrufe gemacht. Ich habe gesagt, ey Salami, du hast heute keinen Bock zu kochen. Ich weiß auch nicht warum. Es gibt Tage, da habe ich wirklich keinen Bock zu kochen. Ich habe hier noch ein paar Chibabschichi im Ofen, im Froster gehabt. Dann habe ich hier so ein Knoblauchbaguette. Ja, das ist ohne richtig durch. Ja, ich war in Eile oder ich bin in Eile. Nee, bin ich eigentlich nicht. Habe ich alles zusammengesucht, was ich hier zusammensuchen konnte. Noch ein paar Gewürzchen von Bautzner. Genau. Ja, wie gesagt, eine kurze Rede. Gar keinen Sinn. Wollen wir mal anfangen zu denieren. Was ist mein Löffel? Oh, jetzt zeigt den Löffel vergessen. Göffel vergessen! Ich stehe halt die Fresse, Junge! Ich stehe den nochmal auf jetzt. Ich hab den Löffel, ey, ist mir egal. Ist mir egal. Schöne Barbecue-Smoke-Soße. Kommt hier auch noch ein bisschen mit drauf. Ja. Es kann nie genug Barbecue-Soße sein, Freunde. Ihr wisst Bescheid. So, wo stelle ich denn die hin? Hier stelle ich die hin, genau. So, dann hab ich hier noch ein bisschen Sriracha-Soße. Man kennt's. Schön scharf. Schön scharf, genau. Oh, weia. Such dir Hilfe, Salami. Jo. Da hätte ich mir gerade hier einen Kaffee gemacht. Ne? Mhm. Ja, so sieht mein Sonntagsmahl aus, Freunde. Traurig, aber wahr. Wow. Wer hat denn hier geschrieben überhaupt? Ach ja, keine Ahnung. Irgendwann anders. So, hier, guck dir mal, das ist alles so lieblos. Das ist alles ganz, ganz traurig. Naja. Wir machen das Beste draus, Freunde. Würde sagen, bist du hungrig, machst du das hier. Mahlzeit. Hm. Knoblauchbaguette, ja. Leute, wann war das? Freitag? Samstag? Gestern? Nee, Freitag war das. Da hatten wir, ungelogen, boah Junge, ist schon fettig, schmeckt aber gut. Da hatten wir ungelogen von abends 19 Uhr bis um 22 Uhr kein Wasser. Komplett ohne Wasser, da ich stand. Aber nicht nur mein Haushalt, sondern die ganze Nachbarschaft. Das war ein Desaster, sag ich euch. Da hast du die Nachbarn brüllen hören. Gisela! Habt ihr auch kein Wasser? Nee, haben wir auch nicht. Und dann so ein Typ, halt die Schnauze. Junge, da war's los. Nee. Paar Stunden Wasser gehabt. Zum Glück kam aber die Wasserwirtschaft. Die fleißigen Männer und haben das Problem behoben. Stell dir mal vor, du hast einen Liter Sauerkrautsaft gesoffen und musst scheißen wie so ein Iltis. Kannst nicht auf Toilette, kannst ja nicht mal beim Nachbarn klingeln, der hat ja auch kein Wasser. Oh, oh, da musst du rausrennen. Muss ich hinter der Müllcontainer verstecken. Ah, ne, da was los war. Ich übersetze, was da los war. Aber da merkt man mal, wie man angewiesen ist, einfach den Wasser aufzumachen und wieder zuzumachen. Ja. Ja. Nächsten Tag arbeiten. Alter Salami, du ganz frisch riechst du nicht mehr. Ja, was hätte ich machen sollen? Gut, ich hätte mir jetzt aus dem Supermarkt so ein 6er-Dreher, das hätte ich dann gemacht. Random. Hätte ich mir aus dem Supermarkt einen 6er-Dreher Wasser geholt. Einen großen 6er-Dreher Wasser. Hätte ich mir in eine Dusche gesetzt. Oder eine Wanne in meinem Fall. Ja, und dann hätte ich mir über den Kopf so abgeseift. Na, was willst du machen? Du kannst ja nicht stinken wie ein Schwein auf der Arbeit drin. Leute, so was ich nicht. Hey, dann kann hier noch schärfer sein. Schön Sriracha. Freunde. Da kommt Freude auf. Ja. Also ich muss sagen,
Die schmecken richtig gut, die Chibab-Chichi-Dinger hier. Ja. Ich war nur aus dem Supermarkt, aber schmeckt gut. Zutatenliste wollte ich gestern nicht hochgucken. Wer weiß, was ihn da erwartet hätte. Es ist egal. Naja, jedenfalls, mein Lautsprecher vom Telefon funktioniert ohne mehr. Ich kann keine WhatsApp. Doch komisch. Anrufen, also und unterhalten mit Leuten kann ich mich anrufmäßig. Aber WhatsApp, wenn ich den Sprachrecht machen will, funktioniert nicht. Muss ich schreien wie so ein Urmensch, wie so ein Urmensch. Ich sitze in der Höhle und schreibe WhatsApp-Nachrichten. Das ist ein Mist. Ich muss nicht mehr, was das liegt. Ja, und ich habe das Telefon an- und ausgemacht, mehrmals. Ich habe auch mit einem Hochdruckreiniger da rein geblasen. Hat auch nicht funktioniert. Na, bis ohne, was da los ist. Wenn ich ganz dicht dran halte, das Telefon, und drin brülle, dann versteht er das an der anderen Seite ganz leise, ganz leise. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wollen wir mal die Gewürzjurke hier essen? Natürlich vom Bautzner. Ey, was das alles nicht vom Bautzner gibt? Gewürzjurken, Brotaufstriche. Ach, Tommy, übrigens, ich habe die Brotaufstriche vom Bautzner gefunden. Bei Rewe. Beste Wahl. Hm? Ja, ach, jetzt kommt ja doch noch die Sonne raus. Ey, die letzten Tage, ja, Leute. War richtig scheiß Wetter, wa? Regen, Regen, Regen und nochmal Regen. Ja. Ganz schön scharf. Aber ich liebe es zu scharf. Ey, was ist denn heute los? Das Ruhetag, das Tag des Herrn. Leg mich auf den Sack, Mann. Hm. Die habe ich auch bei Rewe geholt. Beste Wahl. Ja. Rewe, beste Wahl. Leute, bald steht da das 5000 Abonnenten-Special vor der Tür, wa? Dauert nicht mehr lange. Yay. Ist ohne Standard wieder 4000, wieder 3000, wieder 2000. 5000, ja, juhu, yeah. Freu. Naja. Kann man doch ein anderes Handy hier, aber ich will das nicht. Dann muss ich das wieder einrichten, das andere Handy. Und dann, hier, die Funktion, weiß ich alles Bescheid, da sind die ganzen Apps drauf. Ich weiß, man kann die Apps rüberziehen, alles, ist kein Problem. Aber, kennt ihr das, wenn ihr euch drei, vier Jahre an das Telefon gewöhnt habt und ihr wollt ja den anderen? Ihr wollt keinen anderen. Na, das ist leider so. Hm. Hm. Leute, wie gesagt, ich hatte den Bautzner selbst in meinem Haus. Ich hab mir gefühlt wie so ein. Ich hab mich schon für mich selber geschämt. Kein Bautzner Senf mehr im Kühlschrank. Wo gibt's denn so weit? Ostdeutsche Ossi und kein Bautzner im Kühlschrank. Skandal. Mhm. Muss ich mir mal merken, der Chibab-Chichi. Das ist nicht schlecht. Ja. Leute, ich weiß ja nicht. Eher Team lange Videos oder eher Team kurze Videos. So unter 10 Minuten oder über 10 Minuten. Ich weiß nicht. Ich habe manchmal nicht gefühlt, ich stehle euch eure kostbare Lebenszeit hier, wenn ihr mir beim Essen zuguckt. Da habe ich manchmal Bedenken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, bitte. Entweder kürzere oder längere. Ja. Mhm. Andere sitzen jetzt am Sonntagstisch mit ihrer Familie. Da die Schwiegertochter ein, den Schwiegersohn ein. Ich hab die Käse, gibt's Hackbraten. Nö, bei mir gibt's hier ein bisschen Brot, ein bisschen Chibab-Chichi. Und dann ist es gut.
Außerdem, Leute, bei den Schwiegereltern muss man sich immer so benehmen. Ihr wisst es doch. Alle. Für die Hälfte von euch ist es doch raus, zu den Schwiegereltern zu fahren, oder? Da kannst du ja wirklich nicht so sein, wie du sonst bist. Ja, ich bin Wochenende mit Jogginghose auf der Couch gammeln. Sonntags bei Schwiegereltern musst du ja dein Sonntagsmöhren anziehen und dein Sonntagslächeln aufsetzen. Die Schwiegereltern wissen genau, dass euer Sonntagslächeln nur gespielt ist. Die sind doch auch nicht blöde. Junge. So, also. Wenn wir den hier noch vertilgen. Und dann das Wetter genießen. Junge, ich krieg einen Korn. Gut, Freunde. Alles klar. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, lasst mal ein Like da, auf kostenloser Ehrenbasis, denn Support ist kein Mord. Und dann würde ich sagen, bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, bleibt alle gesund, mein Name ist Salami TV. Tschüss. Die gibt's doch gar nicht.